Willkommen. Ich habe heute gleich eine kleine Bitte an dich, denn ich möchte kurz über ein ganz bestimmtes Lied sprechen. Hör dir ganz kurz den Ruf der Vögel an. Wenn du dieses klassische Klavierstück von Jean-Philippe Rameau noch nicht kennst, hör auch mal in die normalen Versionen hinein. Aber dann nimm dir die wenigen Minuten und höre in völliger Ruhe die Version, die der gefeierte Pianist Wilhelm Kempff vor vielen Jahren aufnahm. Dieser Mann hat seine Kunst und sein Handwerk wahrlich verstanden und mich, den Wächter der Trauer, obendrein. Nur wenige Menschen schaffen es, den Unterschied zwischen mir und dem Rest des Pantheons so gut einzufangen. Ich bin diese Version. Die anderen Götter haben ihre Entsprechungen. Meinem Channel gefällt diese Version des eigentlich sehr fröhlichen Liedes am besten, weil wir eine lange und tiefe Verbindung miteinander haben. Es ist nämlich nicht wahr, dass ich schwierig zu erreichen bin oder dass ihr meine Energie nicht kennt. Ich existiere in jedem authentischen, traurigen Lied. Es haben nur viele Angst vor mir. Künstler allerdings wagen sich fast immer zu mir hinab. Die Guten jedenfalls. Denn nur wenn sie weitergeben können, was ich sie lehre, nur wenn sie die Trauer und die Schwärze perfekt einfangen und auf ihre Weise beschreiben können, dann werden sie weltbekannt. Es ist zwar durchaus wahr, dass man sich ohne ein einziges trauriges Werk Musiker nennen darf, aber zu welchem Preis? Leben heißt Leiden, so meinen die Buddhisten. Also müssen wir auch vom Leid berichten. Alles andere wäre sinnlos, meinst du nicht? Die hohen Himmel loben, das macht ihr schon ohne Körper unablässig. Und selbstverständlich sollte es genau so sein. Deshalb habe ich eine einzigartige Verbindung zu allem, was lebt. Diese hat jedoch nichts mit Neid zu tun. Egal, was die anderen erzählen wollen, ich bin nicht neidisch auf all das Leid, das ich sehe. Wer wäre das schon? Ich wünsche euch alles Glück der Erde. Warum denn auch nicht? Man kann mich nicht schmälern. Ganz besonders dann nicht, wenn nicht genug Personen unter meinen Fittichen sind. Wenn also nicht genug Seelen sich an dem Ort befinden, an dem sie ihre karmischen Hausaufgaben erledigen. Wie sollte das auch funktionieren? Wie wir wissen, gibt es das Konzept der Hölle so nicht. Was ich allerdings zugeben werde, ist eine gewisse räumliche Trennung von diesem Ort zum paradiesischen Teil des Jenseits. Wenn man im Kontext der geistigen Welt überhaupt von räumlicher Trennung sprechen kann. Ihr habt das ganz richtig gehört. Es gibt einen nicht ganz so himmlischen Teil des Jenseits. Es gibt genau genommen alles und jedes im Jenseits, weil die meisten Menschen die geistige Welt in ihrer Gesamtheit mit diesem Wort Jenseits umschreiben. Ihr seid da oft ziemlich generalistisch. Es sollte euch außerdem nicht überraschen, dass man vom eher lichtvollen zum eher lichtlosen Teil dieses Spektrums reisen kann. Stell dir vor, es gäbe eine Art Wurmlöcher zwischen den Bereichen oder Ebenen, zwischen Himmel und Hölle. Die Analogie ist jedenfalls besser als die der Türe, denn Türen bedeuten Wände. Das Wurmloch in deinen persönlich eingerichteten Teil der Hölle bleibt sogar dauerhaft geöffnet. Es schließt sich niemals, hörst du? Niemals. Denn würde es das tun, dann könnte das Licht nicht mehr sehen, wie nah ihr an der Erkenntnis seid, dass ihr jederzeit gehen könnt. Und das Licht könnte nicht mehr mit euch und mit diesen Seelen arbeiten. Oder sagen wir, es wäre schwieriger.
Eine der wichtigsten Lektionen in der Verbindung mit mir lautet also: Erlaubt euch die Trauer. Schafft ihr einen angemessenen Platz in eurem Leben. Verbindet euch ab und zu ganz bewusst mit der Energie eines todtraurigen Liedes. Denn wenn du aus dem Gefäß der Trauer nie Energie ablassen kannst, entweder weil deine Eltern diesen Kanal verschlossen oder zerstört haben, weil du dir selbst die Trauer verbietest und so weiter, dann werden die Schleusentore der niedrigen Energien nach deinem Tode geöffnet. So betrittst du zielsicher mein Reich. Ich kann dafür gar nichts. Es ist ein Energiegesetz. Was sich aufstaut, das muss irgendwann Balance finden dürfen. Und das bedeutet, diese armen Seelen müssen nach ihrem Tode durch all die aufgestaute Trauer auf einmal hindurchgehen. Nämlich dann, wenn die Dämme eurer weltlichen Existenz brechen. Die meisten Seelen landen nur deshalb im Gegenreich, weil sie etwas nachzuholen haben. Du kannst zwar das Licht bitten, dir zur Seite zu stehen, und diese Bitte wird meistens auch ausgesprochen, aber du kannst der Lektion in der Trauer nicht gänzlich entkommen. Das wäre ja auch unfair, oder? In Extremfällen kann die Lektion verschoben werden, in ein nächstes Leben. Aber glaub mir, ein solches Leben möchtest du nicht ansehen und ganz sicher nicht haben. Ich weiß, all dies zu hören ist nicht immer einfach. Ich muss die Menschheit aber zum wiederholten Male daran erinnern, wie die Energiegesetze sind. Denn je mehr Menschen diese Vorgänge kennen und verstehen, desto besser. Was wäre ich denn für ein Gott, wenn ich euch immer weiter in einen schlecht vorbereiteten Tod hineinlaufen lassen würde? Wie könnte ich vor mir selbst und der Schöpferquelle bestehen, wenn ich Wissen habe, dass ich nicht zu teilen bereit bin und euch einfach nur weiter im Hamsterrad des Karmas belasse? Das kann ich nicht auf mich nehmen. Und deshalb spreche ich hier.